Ich habe jetzt das besondere Vergnügen, diesen Plan B, den Andreas Popp und ich gemeinsam entwickelt haben, hier vorstellen zu dürfen. Und als wir diesen Begriff Plan B in Umlauf gebracht haben, kam natürlich erstmal die Frage, was ist eigentlich Plan A? Plan A läuft gerade, ja. Und dieser Plan ist alternativlos, scheinbar alternativlos und systemrelevant, muss alles momentan gerettet werden und es wird nicht funktionieren. Mathematisch präzise hochrechenbar wird dieser Plan A scheitern. Und dann brauchen wir danach einen Plan B, eine tatsächliche Neuordnung. In dieser sogenannten Öffentlichkeit werden diese einzelnen Erscheinungen durchaus gelegentlich thematisiert und als Problem betrachtet. Eine Umverteilung von arm nach reich wird das dort genannt. Wir nennen es von fleißig nach reich, denn tatsächlich umzuverteilen haben ja nur die Fleißigen etwas, ihre Arbeitsleistung. Und wir haben gleichzeitig ein exponentielles Wachstum von Guthaben und Schulden. Es gibt eine Ursache hinter diesen ganzen Erscheinungen, die hier ab und zu mal als Problem auch erkannt werden. Und diese Ursache ist das verzinste Geldsystem. Die Zinseszinsfunktion ist rein mathematisch betrachtet eine exponentielle Wachstumsfunktion. Die entsteht daraus, dass Geld eben nur durch Schuld in Umlauf kommt und zuzüglich Zinsen immer mehr Geld zurückgezahlt werden muss, als es überhaupt gibt. Das verzinste Geldsystem ist die Ursache hinter diesen drei Erscheinungen. Jetzt steht natürlich einer, der heute das Zinssystem kritisiert, schnell da als jemand, oh, der will mir jetzt zwar was wegnehmen, der will mir vielleicht meine Zinseinnahmen wegnehmen, ja? Und gerade jemand, der beispielsweise 100.000 Euro auf dem Konto hat und dafür 3.000 Euro Zinsen pro Jahr kriegt, ja, der sagt, oh mein Gott, jetzt ist mir gerade noch die Miete erhöht worden und auf der anderen Seite sollen mir jetzt auch noch meine Zinseinnahmen weggenommen werden. Ja. Der vergisst eines, der Herr Berger hat das heute Morgen auch schon schön auf den Punkt gebracht. Das Beispiel verwende ich auch immer wieder gerne. Ja, dass jemand, der 3.000 Euro Zinsen bezahlt in dem einen Jahr, noch weitere Zinsen noch, erhält pro Jahr, auf der anderen Seite eine enorme Menge an Zinsausgaben hat. In unseren Lebenshaltungskosten versteckt, Herr Berger hat von 50% gesprochen, ja. Nun stellen wir uns mal vor, jemand gibt beispielsweise für seinen Lebensunterhalt, den er hat, pro Jahr 20.000 Euro aus. Ist nicht besonders viel, ja. Dann stecken da 10.000 Euro Zinsen drin, ja, die jeder zahlt. Jeder von Ihnen hier, wenn er auf der anderen Seite keine Zinseinnahmen hat, bezahlt erstmal pro Jahr 10.000 Euro Zinsen. Und wenn er dann langsam in solche Kapitalgrößenordnungen vordringt, wie beispielsweise 1 Million oder so, dann kriegt er auf der anderen Seite wieder Zinseinnahmen, mit denen er dann diese Zinsausgaben bezahlen kann. Das heißt, wir haben hier einen Transfer, einen Finanztransfer in unser Geldsystem eingebaut, von fleißig nach reich, der jenseits jeglicher steuerpolitischer Überlegungen selbstständig immer weiter läuft und immer stärker wird. Ja? Eingebaut durch dieses Zinssystem. Und erst ab 1 Million wird man da gerade mal neutral. Das heißt, von da ab zahlt man nicht mehr selber ständig drauf. Und um selber irgendwann mal davon zu profitieren, braucht man wesentlich höhere Kapitalbeträge, die man haben muss, um sie anzulegen. Nehmen wir mal vor, jemand hat beispielsweise 1 Milliarde Euro. Ja? Das kann man sich ja hier bildhaft kaum vorstellen. Was ist 1 Milliarde Euro? Um das mal bildhaft darzustellen, wer 1 Milliarde Euro auf dem Kapitalmarkt einigermaßen renditeträchtig anlegt, der bekommt pro Jahr Zinsen in Höhe von 50 Einfamilienhäusern. Ohne irgendeine Arbeitsleistung hineinzustecken, wird er jedes Jahr, Jahr für Jahr, ohne Arbeit, um 50 Einfamilienhäuser beschenkt, von denen, die unter dieser Million liegen und dafür arbeiten, die auch versuchen, irgendwann mal auf diese Million zu kommen, aber es ist eben wie so ein Schneeballsystem, profitieren tun nur die, die schon ganz oben stehen, während unten alle arbeiten und diese Erträge nach oben gesaugt werden durch diesen Prozess der Umverteilung, der in dieses Geldsystem eingebaut ist. Unterhalb der Danistokratie kommt dann die nächste Hierarchieebene und die haben wir heute Morgen schon sehr gut erklärt bekommen, von Michael Vogt, die Massenmedien. Es ist ja klar, jeder, der nur einmal ein bisschen drüber nachdenkt, weiß, diese Medienkonzerne sind sehr teuer. Und wer einen Medienkonzern besitzen will, ihn als Eigentum haben will, der braucht entsprechende Kapitalmengen. Und nur wer über diese Kapitalmengen verfügt, kann dann seine Meinung darüber entsprechend einbringen. Und das ist dann auch der Grund, warum diese Ursache dieser Verwerfungen, die ich gerade genannt habe, dort kaum thematisiert wird. Ja? Es wird einfach nicht reingelassen. Dieses Thema, dieses heilige Zinseszinsgeldsystem wird niemals angetastet von den Massenmedien. Warum nicht? Weil sie eben von diesem System profitieren. Unterhalb der Massenmedien kommt dann die nächste Hierarchieebene,
die sich dann steuern lässt von den Massenmedien und vom Gelde. Das sind die Politikdarsteller. Ja. Diese Politikdarsteller, die haben es natürlich nötig, sich Ressourcen zu erbetteln von oben. Die brauchen finanzielle Ressourcen und die brauchen Ressourcen in Form von Meinungsmache. Denn sonst kommen sie nicht in ihren lukrativen Posten, den sie gerne haben wollen. Und da werden natürlich nur Leute hingelassen. Vielen Dank, Karl Albrecht Schachschneider, für die Beschreibung, die vorher schon kam. Ja. Es ist eine negative Selektion. Ja. Da kommen wirklich nur diejenigen hin, die entweder so harmlos sind, dass sie sowieso nie das System durchschauen und niemals angreifen werden. Oder andere, die dann die höchsten Positionen bekommen. Das sind die, die das System durchschauen, aber davon profitieren wollen. Ja? Kommen wir schnell noch zur nächsten Hierarchieebene. Da unten sind natürlich dann die Untertanen dieses Systems. Da gehören nicht nur die Armen. Also ich möchte auch nochmal dieses Thema genau festhalten. Es geht hier nicht nur um die guten Armen und bösen Reichen. Auch viele reiche Leute sind Untertanen dieses Systems. Auch viele Mediendarsteller sind Untertanen dieses Systems. Also der Zielzustand, der gliedert sich in vier Komponenten. Eine Komponente davon haben wir heute schon vom Wolfgang Berger gehört. Das ist das fließende Geld. Das fließende Geld hat vor allem zwei Eigenschaften, die ich nochmal betonen möchte. Es ist erstens gemeinnützig, im Gegensatz zu heute. Heute dient dieses Geldsystem denen, die es kreiert haben und die es betreiben. Und nachher, mit dem fließenden Geld, dient das Geldsystem der Öffentlichkeit, der Gemeinschaft der Menschen. Und es ist vor allem, eine besondere Eigenschaft hat es ist umverteilungsneutral. Der zweite Teil ist ein soziales Bodenrecht. Der ist natürlich ist direkt verbunden mit dem fließenden Geld. Beides ist nur in Kombination durchsetzbar. Die dritte Komponente ist etwas, was auch von vielen Ökonomen ja, ins Lächerliche gezogen wird. Ja? Und zwar das bedingungslose Grundeinkommen. Ich möchte hier vor allem mal noch eines sagen. Diese beiden Dinge zusammen, mit fließendes Geld und bedingungsloses Grundeinkommen, wenn man sie in dieser Kombination realisiert, ermöglicht die Abschaffung aller Steuern. Sämtliche Steuern könnten abgeschafft werden, die man heute nimmt, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Man kann natürlich noch Steuern, die sinnvoll sind, weiterhin machen. Ja? Wenn zum Beispiel Steuern dazu da sind, bestimmte Verhaltensweisen, die gut für die Gesellschaft sind, zu steuern. Ja? Daher kommt ja auch der Begriff Steuern. Jetzt kommt hier noch eine vierte Komponente hinzu, die jetzt weniger mit dem Finanz- und Wirtschaftssystem zu tun hat, aber eine wesentliche Voraussetzung dafür ist. Und das ist die Pressefreiheit. Wir haben also hier nochmal Ziel, also den Ist-Zustand heute, das verzinste Geldsystem als Ursache dieser ganzen Verwerfungen und das Ziel, ein nachhaltiges Gesamtsystem, was uns aus diesem Wahnsinn befreien würde. Und jetzt ist natürlich die Frage, Plan B beinhaltet auch den Weg dorthin und dafür brauchen wir zuerst mal Grundlagen. Und eine Grundlage ist zuerst mal eine öffentliche Zentralbank mit dem alleinigen Geldschöpfungsmonopol. Ja? Hier sagen ja viele, es gäbe sowas schon, ja? Es gäbe, wir haben ja die EZB, die ist ja irgendwie öffentlich oder irgendwie mit dem Staat verbunden, ja? Oder auch die Bundesbank oder die FED. Es glauben ja viele und gewisse staatliche Anteile gibt es da ja sogar noch. Aber selbst wenn die rein staatlich wären, ja, also wirklich, das kann man einem schenken, diese Argumentation. Nehmen wir mal an, die wären komplett staatlich, ja? Warum haben wir denn heute trotzdem 32 Billionen Euro Erdverschuldung? Ja? Wo kommen die denn sonst her? Also wenn es irgendwie staatlich wäre, dann wäre die Erdverschuldung bei Null. Und das heißt, das ist auch der Beweis dafür, dass es eben diese Giralgeldschöpfung, die ja auch manchmal geleugnet wird, tatsächlich gibt. Ja? Wir haben heute einen Mindestreservesatz bei den Zentralbanken in den meisten Ländern zwischen 2 und 10%. Das heißt, nur 2 bis 10%, also im Euroraum sind es 2% der Geldmenge wird durch diese Zentralbanken geschöpft, der Rest durch die Geschäftsbanken. Und darin liegt letztendlich die Ursache dafür, dass der Ertrag, der aus diesem Geldsystem entsteht, nicht der Gemeinschaft, nicht allen Menschen zufließt, sondern nur den Betreibern dieses Systems, den Banken. Als zweite Voraussetzung, also hier, ich mache hier zwei Grundlagen, bevor wir dann zu den Maßnahmen kommen.
ist eine Staatsentschuldung vonnöten. Und jeder, der sich mal ein bisschen mit dem Finanzsystem befasst hat, weiß, Staatsverschuldung, Staatsschulden zurückzuzahlen, ist unmöglich. Es ist nicht möglich, weil dann das Geld, das der Staat in Umlauf gebracht hat, wieder einkassiert werden und zurückgezahlt werden müsste. Dann würde der Wirtschaft das Lebenselixier, das Geld, mit dem jeder Tausch betrieben wird, entzogen. Punkt 1 wäre eine Ausarbeitung der notwendigen Gesetze, die diesen Zielzustand enthalten. Und diese Gesetze müssten dann eingebracht werden in den Bundestag. Zweiten Schritt, was haben wir noch für eine Alternative? Man könnte natürlich mal ins Grundgesetz schauen, da gibt es einen Artikel 146. In dem Artikel 146 steht drin, dass wir, dass das Volk sich selbst eine neue Verfassung geben kann. Wie genau das passieren könnte, ist noch nicht geregelt. Ja, da fehlen noch die Gesetze, aber das können wir ja machen. Ja. Wir können ja mal auch so ein Gesetz dann noch auf die gleiche Weise auch ausformulieren und in den Bundestag einbringen. Und dann das Volk eine neue Verfassung sich selbst geben lassen. Und wir sind ja auch nicht so illusorisch zu glauben, dass wir ernsthaft mit dem Verfassungsentwurf, den wir ausarbeiten, durchkommen werden. Aber es ist auch wieder ein Versuch, der gemacht werden muss, um die weiteren Schritte, die hier jetzt noch kommen, zu rechtfertigen. Ja, ohne vorher alles andere Legale ausgeschöpft zu haben, muss man diese Wege probiert haben und wir werden das in absehbarer Zeit in Angriff nehmen. Jetzt bleibt Option 3. Alles bleibt so, wie es ist. Das wird aber zwangsläufig zum chaotischen Crash führen. Es ist mathematisch unwiderlegbar, dass dieses Finanzsystem zusammenbrechen muss. Vor 70 Jahren gab es schon mal ähnliche Entwicklungen. Ja? Und heute sind wir die Generation, die dabei ist, wie der Rechtsstaat in Deutschland abgeschafft wird. Und wir haben die Pflicht, das zu verhindern. Es führt uns, die weiteren Maßnahmen, die jetzt noch folgen werden, und das, was wir bis jetzt hatten, das war ja nur so der Anfang, mit exponentiellem Verlauf werden diese Maßnahmen noch stärker werden müssen. Ja, wir kommen nicht drum rum, also, oder unsere Systemvertreter kommen nicht darum, die Maßnahmen, mit denen sie das Volk unterdrücken, weiter und immer stärker auszubauen. Es führt uns in eine Phase, wo Politiker, Finanzkonzerne, Medien und Kapitalsammelbecken gemeinsam das Volk unterdrücken. Und so eine Phase ist definiert als Phase des Faschismus. Ja? Das ist Faschismus. Und nun kommen wir auch zum Punkt 4. Wir haben die Pflicht, wir haben das gesetzliche Recht, aber die moralische Pflicht, hier, wenn es soweit kommt, entsprechend Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4, und da knüpfe ich auch direkt an das, was Karl Albrecht Schachschneider heute schon vorgetragen hat, wir haben das Recht, dann Widerstand zu leisten, und wir setzen uns dafür ein, dass dieser Widerstand dann friedlich abläuft. Und ein passiver Widerstand, der kann funktionieren, in Form eines, und ich möchte jetzt hier mal einen Begriff nennen, der vielleicht auch am Anfang vielleicht sich ein bisschen anarchistisch anhört, ist es aber nicht. Es ist friedlich gemeint und vor allem in Bezug auf passiven Widerstand, nicht aktiv. Und das ist der Begriff Steuerboykott. Schritt für Schritt, mit kleinen Schritten, und da reicht es, wenn 5% mitmachen. Nur mal als kleines Beispiel, wenn nur 5% der Menschen ihr Geld von den Bankkonten abheben würden, dann würde das schon reichen. Ja? Das wäre dann schon das Ende dieses Systems. Oder auch wenn wir einfach nicht mehr mitmachen bei diesem Wachstumswahn, wenn wir uns mehr herausziehen aus diesem Wirtschaftssystem, lieber vielleicht Tauschhandel betreiben, Tauschringe, Regionalwährungen, ja? Dann wächst dieses Wirtschaftssystem, was wir heute haben, nicht exponentiell immer weiter. Der chaotische Crash wird dann nämlich ausbleiben, wenn schon viele Menschen vorbereitet sind. Durch diese Maßnahmen des Steuerboykotts, also Austritt aus dem bestehenden System, Aufbau eines neuen Systems, also Aufbau von Tauschringen beispielsweise, wird dann der Crash, wenn er kommt, wesentlich glimpflicher ablaufen oder man merkt ihn vielleicht gar nicht, weil keiner mehr dabei ist. Weil die Menschen stattdessen sich schon drüben befinden im neuen System und damit das alte System als leere Hülle hinterlassen haben. Damit möchte ich meinen Teil des Vortrages hiermit beenden. Danke für die Aufmerksamkeit.